Hallo, herzlich willkommen zur nächsten Folge Star Wars The Old Republic. Wir sind immer noch hier auf Cassans Landing unterwegs mit der Quest Gefälligkeiten. Und hier kriegen wir mittleren Ruf, aber trotzdem grün. Das ist aber komisch, weil normalerweise ist ja immer grün, der niedrige, dann blau Mitte und lila hoch. Das ist ganz schön verwinkelt hier der Ort. So, hören wir mal was mit hier. Das ist ein Schnäppchen, hat er gesagt. Eine einzigartige Investition. Ich schwöre dir, Gismell, wenn ich dich und Liz in die Finger kriege. Über Liz, über Gismet, auf dem Tor als Ort. Oh, guck mal, was gibt's denn hier so Schickes? So eine Gleiterreparaturwerkstatt scheint das hier zu sein. Und ich darf hier sogar Gleiter fahren hier drin. Wow, das ist ja toll. Jetzt hier, Kessens Lande, geht's nach draußen. Habt ihr es gehört? Sess Ree wird vermisst. Ihr Mann hat sie seit Wochen nicht gesehen. Gismell hat mir einen Haufen Credits bezahlt, damit ich niemandem verrate, wo er steckt. Dass sie einfach ich weggeht. Ich habe ihm gesagt, wenn mir jemand ein besseres Angebot macht, werde ich es annehmen. Gut, dass sie jetzt einfach beide gleichzeitig gequatscht haben. Kriege ich ein bisschen Obst? Oh Mann, jetzt verkauft er schon eine Leute oben. Die muss auf die Säcke rauf. Ich hätte gern hier mal so ein. Was soll das sein? Kürbis? Ich hol's mir einfach selbst. Ja gut, erstmal hier noch eine Brennstoffzelle oder was soll das da sein? Nein, ich darf hier nicht mehr raus. Scheiße. Warte mal, ich komme ja noch anders raus. Genau, hauen wir so ab. Hier ist auch nochmal so ein Container hier. Hier gibt es anscheinend Sekt und Bier. Da an die Tür muss ich ran. Ich sagte doch, vor morgen ist er nicht fertig, Nolem. Wir hatten das doch besprochen. Solche Dinge brauchen Zeit. Ihr braucht Geduld und ein bisschen Vertrauen in den guten alten Gismell. Oh, Mann! Wie habt ihr mich gefunden? Ich meine, warum wolltet ihr mich finden? Wer hat euch angeheuert? Welcher Feigling schickt euch, um die Drecksarbeit zu erledigen? Ach du Scheiße. Terra Markan meinte, ihr könnt mir helfen, wobei sie hinterlich eures Charakters einige wenige erfreuliche Dinge sagen kann. Was habt ihr getan, um so viele Leute zu verärgern? Während ihr euch hier drin versteckt, machen die Feiglinge da draußen Jagd auf euch. Das muss ein Fehler sein. Ich kann nicht glauben, dass mir ein rückgratloser Wurm wie ihr nützlich sein kann. Ah, hört nicht auf die. Die reden nur. Ein paar Investitionen sind nicht so gelaufen, wie sie gehofft hatten. Und jetzt sind sie sauer. Als hätte ich sie um ihre ganzen Ersparnisse gebracht. Also, Ja, was da kann ich guckst für du euch tun? richtig. Braucht ihr etwas schnell? Credits? Etwas, um Dampf abzulassen? Eine Möglichkeit, schnell aus Kessans Landing zu verschwinden? Egal, wovon ihr träumt, ich hab es. Was ich brauche, sind Informationen. Kriegt ihr das hin? Sollen feindliche Truppen das Gebiet attackieren, was wären wohl ihre vorrangigen Ziele? Lügen, wir liegen Berichte vor, wonach die Republik nicht weit von hier einen Angriff plant. Ich habe vor, ihn zu stoppen. Natürlich! Nach einem klitzekleinen Gefallen, versteht sich. Eine Hand wäscht die andere und so. Normalerweise hat dieser Ort für die Republik keine Priorität. Aber aus irgendeinem Grund haben einige meiner jüngsten Geschäfte die Aufmerksamkeit des SID erregt. Sie haben Agenten auf mich angesetzt, die mich nicht aus den Augen lassen. Ich bin untergetaucht, solange sie hier rumschnüffeln, aber ich muss da raus. Unter die Leute, wenn ihr Informationen wollt. Ihr schafft mir diese Agenten vom Hals und ich besorge euch sämtliche Informationen, die ihr braucht. Ich weiß nicht, ob ich mir von jemandem wie euch überhaupt helfen lassen will. Schön, dann sind wir uns einig. Da habe ich keine Zeit.
Ich hoffe, das ist kein Trick, sonst könnt ihr mich gleich auf die Liste eurer Leute setzen, die euren Kopf wollen. Keine Tricks. Nur zwei Leute, die sich gegenseitig den Rücken frei halten. Das ist dieser Tage so selten, wisst ihr? Ich nehme an, ihr wart bereits in meinem Büro. Falls ihr dorthin zurückgeht, könnt ihr ein paar Spielzeuge mitnehmen, die euch helfen werden, das Versteck dieser Wichtigtuer zu finden. Und wenn ihr sie gefunden habt, seht zu, dass sie mich nicht mehr belästigen, wenn ihr versteht, was ich meine. Meldet euch, wenn der Job erledigt ist. Dann treffen wir uns in meinem Büro. Es war mir eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Naja, ich bin da aktuell noch ein bisschen skeptisch. Gismel Gem. Oder Gam. Gammel. So, ganz da am Rand. Dr. Dorlin. Ach, das ist dieses komische Gebäude hier. Ja, fahr auch da. Ist das hier sein Büro oder ist unten sein Büro? Ah, da. Abhörgeräte platzieren. Dann machen wir das doch mal. Reden sogar Lager, das ist perfekt. Aber schade, dass die ganzen Händler ja alle nichts verkaufen. Ich meine, es ist ja auch wirklich total unauffällig, wenn die hinter dir einer steht und so ein Ding da an der Wand platziert. Okay, da kommt auch schon der Sicherheitsdruide, der hat es wohl mitbekommen. Mein Gefährt ist auch mal wieder irgendwie weg. Mein Gefährte jetzt. Ja, mach erstmal alle möglichen Fenster auf, genau. Nehme ich einfach mal Kalio wieder mit. Was ist los? Die ist sowieso die stärkste. Scheiß, wenn die Casinos hier alle nicht wirklich bedienen kann. Also jetzt mit diesem Tierführer und anderen Item-Gedöns hier mit diesen Teilen funktioniert, das schaue ich mir dann später irgendwann mal an. Das wird dann irgendwas für dann nachher nach der Story. Das hat, dass hier alle so viele Typis rumlaufen, die halt alle keinen Namen haben. So, schnell weg. Du bist der Rufhändler, dich hatte ich schon. Das andere bedeutet, dass man immerhin inzwischen schneller spawnt. Komme ich da auch durch? Ja, ne? Genau. Da ist es ja. Ich werde permanente Überwachung empfehlen. Wenn der Laden hier zu lange keinen Babysitter hat, läuft alles aus dem Ruder. Schnell. Sieht auch geil aus, wie so eine Einkaufsstraße hier. Schade, dass man überall nichts kaufen kann. Das ist bestimmt da oben drin, ne? Ja. Hallo, du machst ja gar nichts. Du auch nicht. Tut mir leid, meine Liebe. Du bist, du machst was. Mitspielen. Ich störe nicht lange. Draußen steht ein Frachttransporter, der etwas Hydraulikflüssigkeit vertragen könnte. Das ist doch kein Problem für euch, oder? Ich lese jetzt nicht alles vor. Ich mache es einfach die 1. Sicher. Hydraulikflüssigkeit. Das, muss hier irgendwo sein. Gibt's ein Problem? Gismel hatte recht. Ihr seid vom SID. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Tja, das tut mir leid. Wir haben jede Menge Arbeit und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Komm schon, ein guter Spion sollte seinen Lügen treu bleiben. Ihr habt mir vorhin erzählt, ihr würdet gleich schießen. Schon vergessen? Angreifen, ihr habt einen Job zu erledigen, also bringen wir das hier zu Ende. Habe ich das? Wie so ein Western hier. Verdammt, dafür bezahlen sie mich nicht gut genug. Okay, erwischt. Gute Arbeit. Wollt ihr jetzt einen Orden oder so?
Ja. Bevor ihr tut, was auch immer ihr hier tun wollt, lasst mich etwas sagen. Wir verschwinden morgen von hier und würden es vorziehen, wenn die Bewohner von Kessans Landing nicht wüssten, dass wir hier waren. Wir können vergessen, dass wir euch gesehen haben, wenn ihr uns dieselbe Höflichkeit erweist. Ihr brecht auf, Gizmagam sagt, ihr würdet ihn überwachen. Das kann ich machen, aber ich hoffe, ihr hattet euer Wort. Angreifen, sehe ich aus, als würde ich Geschäfte machen, um zu bekommen, was ich will? Doch so sehe ich aus. Um Informationen zu sammeln, ja. Was hatte er denn erwartet? Wir sind doch keine Attentäter. Falls Gam euch geschickt hat, beweist das nicht gerade seine Unschuld. Das landet garantiert in seiner Akte. Ohne Namen zu nennen, versteht sich. Und was sagt ihr? Ihr verschwindet, wir verschwinden und alle haben plötzliche Gedächtnislücken. Einverstanden? Das kann ich machen, aber ich hoffe, ihr haltet euer Wort. Hey, ich bin vielleicht kein sonderlich guter Schauspieler, aber ich bin kein Idiot. Ich habe nicht vor, euch reinzulegen. Ja, der wirkt mir schon so ein bisschen, wie jetzt der Schiss hat. Mit Gizmagam treffen. Auf der anderen Seite hier auch noch was? Ja, da ist was, aber nichts von Interesse. So, okay, da unten muss ich wieder hin. Hui. Langsam kenne ich mich jetzt schon ein bisschen aus. So, aber da hinten hin. Diese ganzen gelben Schilder hier machen es natürlich auch nicht unbedingt besser. Ah, okay, geht schon los. Das ist nicht nötig. Was macht ihr hier, Krovos? Witzig. Ich habe mich gerade dasselbe gefragt. Euer neuer Freund war angesichts eurer Gegenwart in Kessans Landing sehr in Sorge. Was? Was redet ihr da? Klärt mich auf, Krovos. Kommt einfach zur Sache. Lasst sie ausreden. Das wüsste ich gerne. Es gibt ein gesundes Maß an Opposition in diesem Teil von Ort Mantell. Eine seit Jahren inaktive Separatistenbewegung regt sich wieder. Dieser Mann versorgt besagte Separatisten mit Rationen, Waffen, mit allem, was sie brauchen. Für seine Bemühungen bezahlt ihm ein anonymer Wohltäter obszöne Mengen an Credits. Das ist eine absurde und offen gesagt verwerfliche Anschuldigung. Ich diene allen. Nach bestem Wissen und Gewissen. Euer Wohltäter arbeitet für mich. Das Imperium hat überall auf Ort Mantell viele wachsame Diener. Als ihr euch an euren Kontakt gewandt habt, um zu erfragen, wie hoch das Lösegeld wäre, das das Imperium für einen so bekannten Besucher bezahlen würde, habe ich rasch davon erfahren. Das kann ich. Ihr könnt nicht. Ihr wagt es, mich zu untergraben? Erklärt euch jetzt, ich sollte euch dafür töten. Was habt ihr euch von der Störung meiner Mission versprochen? Nein. Nein, so war es nicht. Ich wollte... was hätte ich denn tun sollen? Ihr tretet meine Tür ein, schnüffelt überall herum... Diese Gelegenheit konnte ich mir doch nicht entgehen lassen. Wenn ich ganz ehrlich bin, freue ich mich, dass ihr so versessen darauf wart, einen Vorteil aus dieser Situation zu ziehen. Aber ich würde es hassen, wenn meine ganze Arbeit auf Ort Mantell wegen der Gier und Dummheit eines alten Mannes umsonst gewesen wäre. Mir liegen auch Berichte vor, wonach die Kluft zwischen den Mandalorianern größer wird. Und damit die Interessen des Imperiums in der gesamten Galaxis gefährdet. Ich werde nicht zulassen, dass diese Mandalorianer der verborgenen Kette zerstören, was ich hier aufgebaut habe. Wir werden gemeinsam dafür sorgen, dass sie ein rasches Ende finden. Ich weiß dir jetzt die Hilfe zu schätzen. Das geht euch nichts an. Ich brauche eure Hilfe nicht. Ich bin froh, dass ihr alles im Griff habt. Es war einfach zu viel los, um euch früher zu informieren. Das ist verständlich.
Vor allem, wenn man eure Nähe zu der derzeitigen Anführerin der Mandalorianer bedenkt. Allerdings, ich habe ein persönliches Interesse an dem Netzwerk aus Ressourcen und Informationen, das hier etabliert wurde. Ich werde selbst für seine Bewahrung sorgen. Mit meiner Hilfe können wir diese Ablenkung rasch beseitigen und wieder unseren Geschäften nachgehen, ohne jahrelange Arbeit zu zerstören. Wir werden die Unterstützung örtlicher Agenten brauchen, die mit unseren Interessen sympathisieren. Ich? Ihr wollt meine Hilfe? Ich dachte, ich hätte meinen Teil erfüllt. Ihr seid so weit gekommen. Versucht nicht, euch rauszureden. Drohen, wenn ihr nicht helft... Soll das heißen, ihr habt keinen Nutzen für uns? Das ist ein sehr überzeugendes Argument. Abgesehen davon gehe ich davon aus, dass durch die Straßen laufende Mandalorianer die Ausweitung meiner Geschäfte behindern würden. Jetzt, wo ihr es erwähnt, ich habe eine Kundin, eine Separatistin, die zuletzt wirklich aufdringlich war, noch mehr als sonst, redet ständig von einer großen Sache, die sie planen. Könnte mit dieser verborgenen Kette zu tun haben, die euch allen Sorgen macht. Könnte aber auch ein Zufall sein. Gibt nur einen Weg, es rauszufinden. Was schlagt ihr vor? Ich habe für diese Käuferin gerade eine Waffenlieferung am Start. Ich werde ihr per Hologespräch sagen, dass ich etwas vergessen habe. Das verschafft uns etwas Zeit, bis sie die Ware abholt. In der Zwischenzeit geht ihr beiden zum Abholpunkt, wartet, bis sie auftaucht und findet heraus, ob sie zu diesen Mandalorianern gehört. Ein Kinderspiel. Mit einer Ausnahme. Woher wisst ihr, dass sie nicht flieht, sobald sie uns sieht? Ah, wisst ihr, die Übergabe zwischen mir und meiner Käuferin erfolgt immer in der geothermischen Station vor der Stadt. Es gibt dort einen alten Belüftungsschacht, durch den ihr völlig unbemerkt rein und wieder rauskommt. Nutzt ihn für das gute alte Überraschungsmoment, dann wird sie euch nicht kommen sehen. Ich hoffe, das ist keine Falle. Ich verstehe euer Misstrauen. Wirklich. Aber ich erkenne ein gutes Geschäft, wenn ich es sehe. Ich halte die Ohren offen, während ihr weg seid. Vielleicht schnappe ich ja noch etwas auf, das euch hilft, euch diesen Angriff vorzubereiten. Lasst ihn nicht aus den Augen. Ich werde, alle meine Befragungen hier drin durchführen, denke ich. Ja, guter Eintrag ist schneller weg gewesen, als ich ihn lesen konnte. Separatistenaufstand auf Ort Mantell. Kurz, ob wir ihn hier noch finden. Ja, was für ein Dings kann das jetzt sein? Ereignisse? Nö. Organisation? Nö. Wissen? Sklavenhandel. Hier. Separatistenaufstand auf Ort Mantell. Wie immer könnt ihr euch das Ganze natürlich durchlesen. In die Notfallbelüftung eindringen. Der Druck nimmt zu. Falsche Richtung, toll. Hier wird's angezeigt und da wird's nicht angezeigt. Sehr gut. Jetzt wird's angezeigt. Einmal hoch und einmal raus hier. Okay, einmal im Kreis und da wieder hin. Das sieht aber auch interessant aus, muss ich sagen. Der Ort hier. Wo sind wir denn jetzt hier? Ihr habt vergessen zu erwähnen, dass dieser Belüftungsschacht mit heißem Gas gefüllt war. Richtig. Tut mir leid, das passiert ab und an. Jemand muss nur einen falschen Knopf drücken. Oder zwei oder drei. Da drin steht irgendwo ein Kontrollterminal. Sollte ein Kinderspiel sein, das Gas abzuschalten.
Ja, ich stehe schon davor. Ich habe nur noch gewartet, bis du fertig gequatscht hast. Das verheißt für Gismel nichts Gutes. Wenn dieses Treffen mit seinem Kontakt nicht die gewünschten Ergebnisse liefert. Okay, das erinnert mich jetzt ein bisschen an... Oh, verdammt, diese scheiß Toolbar da unten. Das erinnert mich jetzt hier so ein bisschen an Sakul, muss ich sagen. Von damals über diesen... Wo diese... Ich glaube, die Mission war damals auch mal verbuggt. Stachelhaut. Achso, das sind diese Viecher hier. Ja, also die gelben Gegner immer schön angreifen. Zumindest einmal. So, Separatisten. Aber noch nicht die aus Clone Wars. Ich weiß, die Viecher hat sich jetzt gerade so richtig gelohnt. Leck. So, oder mal hier hin. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich sollte nicht so ins Wasser gehen, weil da kommen ganz schön heiße Dämpfe raus. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Aus dem Weg! Macht schon! Mal sehen, wie ihr euch gegen mich schlagt. Ja, mal sehen. So, der letzte noch. Und tschüss. Das ist mehr als genug. Okay, okay, ganz ruhig und kommt mir nicht zu nah. Wo sind eure Manieren? Wer seid ihr? Ihr seid töricht. Ich sah euch die Macht nutzen. Ich weiß nicht, was ihr glaubt, gesehen zu haben. Ich habe mich geschützt. Ich hatte keine Wahl. Was hätte ich denn tun sollen? Mich hier rausschleifen lassen? In Ketten legen? Ich wollte meine Schwester finden. Ich habe sie seit Tagen nicht gesehen. Mina arbeitet hier, also dachte ich... Stattdessen bin ich auf die gestoßen. Ihr hattet Glück, dass wir im richtigen Moment hier waren. Ich hatte alles unter Kontrolle. Ihr habt recht. Sie hat sich nichts dabei gedacht. Seid ihr euch sicher? Das nennt ihr Kontrolle? Ich wäre ihnen entkommen, bis ihr aufgetaucht seid. Aber ich hab's vermasselt. War abgelenkt. Abgelenkt? Wodurch? Kühlstäbe. Sie allein verhindern, dass die thermische Station die Hälfte von Ort Mantell in einen Krater verwandelt. Diese Gundags in ihren schicken Rüstungen haben sie kistenweise hier rausgeschafft. Ich habe versucht, sie aufzuhalten. Oder zumindest zu verlangsamen.
Wenn wir diese Kühlstäbe nicht finden und zurückbringen, fliegt hier alles in die Luft. Holen wir sie zurück. Davon darf ich mich nicht ablenken lassen. So will ich nicht abtreten. Das Problem ist, ich weiß nicht, wohin sie die Kühlstäbe gebracht haben. Wir brauchen einen Plan B. Schnell! Verdammt! Meine Schwester hat mir davon erzählt. Es gibt eine schnelle Lösung. Aber dazu brauche ich eure Hilfe. Was muss ich machen? Wir können das Wasser aus dem Reservoir in den hinteren Überlauf umleiten. Die Kühlung müsste ausreichen, um alles stabil zu halten. Fürs Erste. Jemand muss mir den Rücken freihalten, falls noch einer von denen in der Nähe ist. Und jemand muss hier bleiben, um den Überlaufhebel umzulegen, wenn ich das Zeichen gebe. Ich bleibe hier. Kontaktiert mich, sobald ihr Hilfe braucht. Gehen wir! Gehen wir! Ich bin überrascht, dass ihr nicht auch gegen mich gekämpft habt. Oder geflohen seid. Mir ist egal, wer ihr seid. Lasst mich einfach leben. Ich habe kein Problem mit euch. Und falls es euch interessiert, ich bin übrigens Petra. Hallo Petra. Du siehst so ein bisschen komisch aus. Naja, gut. Wir müssen die Ablaufkanäle öffnen. Und zwar manuell. Das Ventil dreht sich nicht mal. Jetzt dreht sich's. Recht sicher, dass es der hier ist. Der hier ist es nicht. Welcher denn? Wahrscheinlich der einzige, wo die Gegner stehen. Das Reservoir öffnen. Naja, neu ist es inzwischen ja auch nicht mehr. Das Wasser muss nur vom Reservoir in den Überlauf geleitet werden. Hier ist Wasser und da ist Lava. Also hier durchgehend nach Heldenmissionen suchen, gehe ich mal davon aus, die werden wir auch noch machen. Aber nicht jetzt. Die werden wir ganz zum Schluss alles machen. Alles klar, das wäre alles. Sagt eurem Freund, er soll den Hebel umlegen. Kovas, öffnet den Überlauf. Jetzt! Es scheint sich alles wieder zu normalisieren. Ich sehe keine anderen Warnmeldungen. Gut. Haltet weiter die Augen offen. Falls sich etwas ändert, lasst es mich wissen. Ich finde einstweilen raus, wo der Rest der verborgenen Kette steckt. Verstanden. Fürs Erste sind wir sicher. Aber auf lange Sicht müssen diese Kühlstäbe dahin zurück, wo sie hingehören. Die Leute, die die Kühlstäbe geholt haben, wisst ihr, wohin sie gegangen sein könnten? Tja, Shuttles können hier nirgends starten, aber sie können sie auch nicht zu Fuß weggeschafft haben. Hey, ich habe nicht viel Zeit und ich weiß, ihr auch nicht. Geht's euch gut? Soll ich mir Sorgen machen? Fasst euch kurz. Ihr würdet mich nicht kontaktieren, wenn es nicht wichtig wäre. Guter Instinkt. Es gibt da etwas, das ihr wissen solltet. Nicht morgen oder demnächst. Jakia, er braucht viel zu lange, um es zu sagen. Also hat er euch gebeten, mit mir zu reden?
Nein, er ist so sehr auf die aktuellen Geschehnisse fokussiert, dass er nicht einmal bemerkt hat, dass ich mich an euch wende. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Die Mandalore wird vermisst. Vermisst? Was soll das heißen? Das heißt, dass sie niemand finden kann. Jack erreicht sie nicht einmal über ihren Kommunikator. Die Verräter rasseln mit den Säbeln und sie ist einfach verschwunden. Das ist sicher in Ordnung. Das ist nicht gut. Was mache ich denn hier draußen? Ich bekämpfe Shares Feinde und sie versteckt sich? Wenn sie nicht bald auftaucht. Wir arbeiten daran, okay? Behalte dir einfach Ord Mantell im Auge. Apropos, wie läuft es da unten? Wir versuchen zu verhindern, dass hier alles schmilzt. Schon vergessen? Wer war das? Wovon redet sie? Sie hat eine Gruppe der verborgenen Kette aufgehalten. Allein. Sie sagt, sie hätten Kühlstäbe aus dieser geothermischen Station geholt. Wisst ihr, was Hatter damit vorhaben könnte? Keine Ahnung. Aber ich werde Jakia informieren. Ich weiß, was euch angeht, muss ich mir keine Sorgen machen. Aber ich brauche wenigstens ein bisschen Seelenfrieden. Also werde ich es sagen. Versprecht ihr mir, vorsichtig zu sein? Flirten, für euch tue ich doch alles. Das ist nicht nötig. Macht ihr Witze? Ich werde vorsichtig sein, Wes. Wie war das? Musik in meinen Ohren. Falls ihr etwas braucht, meldet euch. Alles klar? All diese Fremden tauchen auf und meine Schwester verschwindet. Und ich, Idiot, habe auch noch einem der Fremden geholfen. Dieser Mandalorianer, mit dem ihr gesprochen habt. Woher weiß ich, dass er nichts mit all dem hier zu tun hat? Woher weiß ich, dass ihr nichts mit all dem hier zu tun habt? Hab ich nicht, versprochen. Das wisst ihr nicht. Seid nicht dumm! Ihr habt offensichtlich viel durchgemacht, aber dafür kann ich nichts. Ich bin hier, um die verborgene Kette zu stoppen. Die Leute, die euch Leid zugefügt haben. Bringen wir die Sache hinter uns. Wenn man bedenkt, wie viele Kühlstäbe die Mandos mitgenommen haben, brauchen sie ein ziemlich großes Transportmittel. Es gibt ein altes Bahnsystem, das hier beginnt. Ist nicht im besten Zustand, müsste den Zweck aber erfüllen. Das ist ein Anfang. Gut, hier geht's lang. Ein Bahnsystem. Ja gut, dann würde ich aber sagen, machen wir jetzt hier erstmal nochmal ein Folgenende und dann schauen wir uns nächste Folge dann hier das Bahnsystem mal an. Von da würde ich sagen, euch eine wunderbare Zeit. Bis morgen, ciao.